bin Barneys Bebot. Ich wohne im Schuppen. Ich bin dazu da, Freunde zu finden. Verrückter! Ich teile Barneys Frühstück. Gefällt es dir? Was ist mit dir? Würdest du dieses Bild gerne kommentieren, alte Frau? Barney gefallen Steine, Asthma-Inhalatoren und das Essen seiner Großmutter. Kommst du in meinen geheimen Schuppen, damit er dir gefallen kann? Nein, nein. Nein! Barney gefallen, Geologen, Emma auch! Ich komme zu spät! Ich habe meine Hose falsch rum an! Das war Barneys Morgenroutine. Okay. Freundschaftsanfrage, Freundschaftsanfrage. Ich ihm gezahlt. Ich hab dafür bezahlt. Er hat nur gemacht, was ich gesagt habe. Schaffen Sie es weg. Das Ding ist verrückt. Immerhin nicht Onkel Boris. Ich bin sicher, es ist nur ein kleiner Fehler. Er ist brutal, außer Kontrolle und hochgradig gefährlich. Okay, klasse. Ich werde mir das mal ansehen. Nein, er hat keinen Fehler oder so. Er hat ein Kind angegriffen. So war das doch gar nicht. Ich habe Rich Belcher geschlagen. Es war der Wahnsinn, aber übel, aber der Wahnsinn. Sehen Sie. Barney, habt ihr euch geprügelt? Nein. Bebots können nicht gewalttätig werden. Officer am Boden! Was geschieht ihm recht? Sie dürfen das nicht. Er gehört mir. Ich weiß nicht einmal, wie er heißt. Doch, weißt du. Ich heiße Absalom. Hi. Absalom? Was? In unserem System steht, dass er keinen registrierten Besitzer hat. Aber ich gegeben all mein Geld für Beerdigung Mom, an diesen Mann bitte. In der Gasse. Ihr habt ihn von einem Mann in der Gasse? Heißt das, Sie haben diesen Bot illegal erstanden? Was? Welche unerwartete Wendung. Wir verschwinden jetzt. Es gibt zwei Arten von Menschen, Dad. Die einen besitzen einen Bebot und die anderen nicht. Hey, Leute. Oh, entschuldige, bin im Bild. Oh, dafür habe ich einen Filter. Ohne Bebot hat man heutzutage kein Sozialleben mehr? Nein, Dad, irgendwie nicht. Meine ich, ich will nicht, dass du nur noch an so einem Gerät hängst. Was? Oh, Dad, du hast mir einen gekauft. Oh. Hi, ich bin Barneys bester Freund out of the box. Was machst du? Barney, dein Bebot ist echt super schräg. Ich bin Barneys Bebot. Kommst du in meinen geheimen Schuppen, damit er dir gefallen kann? Nein, nein. Nein! Na schön, Ron, dir fehlt ganz schön viel Code. Was ist denn, du Idiot? Du solltest doch alles über mich wissen. Haare, braun, Größe 1,50. 1,80 wäre besser. Dann kämst du an höher gelegene Objekte. Hey! Freunde zu finden ist doch, wozu er da ist. Freundschaftsanfrage, Freundschaftsanfrage. Wenn er nicht einmal das kann, ist er absolut nutzlos. Das Ding reißt mir den Kopf ab. Du darfst ihm nicht den Kopf abreißen, das gibt Ärger. Okay, ich darf ihm nicht den Kopf abreißen. Ich habe keine krassen Sicherheitseinstellungen und so. Werd wie er, finde den Code. Entsperrt. Gehirne. Ich sollte mir das ansehen. Ach ja? Ich lass dich nicht zurück. Die werfen dich in den Recycler. Wir gehen gemeinsam in den Recycler. Nein, der Recycler macht keinen Spaß. Kein Spaß. So ist das. Findet den Abtrünnigen. Wir brauchen niemanden sonst. Im Moment habe ich einen Freund. Das ist traurig und auch tragisch. Wow. Lauf weg. Kein Problem. Haben wir jetzt mit mir Spaß? Hey Kumpel, wie läuft's mit dem Bebot? Alle beide, die Hände da, wo ich sie sehen kann. Oh! Ron läuft schief. Vielleicht mal abschalten und wieder an.